Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger und sprach: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben. Und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi, Meister, nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieser Text erinnert mich an die Zeit meines Studiums. In jedem Jahrgang gab es ein paar Studenten, die schon seit dem ersten Tag vollgesteilt an der Uni waren und in Markenanzügen und mit Lederaktentaschen gekommen sind. Und sie verhielten sich wie ganz wichtige Juristen. Aber mit der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass sie meist bei den Prüfungen meistens ziemlich unterdurchschnittlich waren. Und dann habe ich am Gang ab und zu so zwei älteren Herren begegnet, die immer voll höflich und hilfsbereit waren. Und im Laufe der Zeit, als sie dann Vorträge gehalten haben, bin ich draufgekommen, dass das Verfassungsrichter sind, die bei uns unterrichten. Und über die musste ich manchmal nachdenken, weil sie haben das Höchste erreicht, was man sich in einer Juristenkarriere überhaupt vorstellen kann. Mehr geht nicht. Und trotzdem haben sie das niemanden spüren lassen. Sie bräuchten sich keine Anerkennung von außen holen. Denn ihre Arbeit selber hat ihnen Freude gemacht und sie erfüllt. Im Unterschied zu den ersten, für die nur das Äußerliche wichtig war. Und sowas wünsche ich auch uns in unserem Glauben, dass wir uns keine Anerkennung von außen holen müssen, sondern uns von Jesus erfüllen lassen. Und wenn das passiert, dann können wir das Gute ganz leise tun. Einfach nur, um etwas Gutes zu tun, ohne es den anderen groß zu erzählen. Und so können wir uns heute die Frage stellen: Wenn ich etwas Gutes tue, wieso mache ich das? Welche Rolle spielt darin Jesus, die anderen Leute,
mein Wohlgefühl und ihr könnt noch andere Dinge einsetzen, die euch einfallen.